Guck mal, wir machen mal hier Angriffsmodus. Ah! Aha. Ja, schau an. Das Ding, oder was? Okay. Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Ah, selbstverständlich. So, und damit willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Einige hatten schon Angst, dass es nicht mehr weitergeht. Aber keine Angst, selbstverständlich geht's weiter. Hm, natürlich. Ja, es war nur so eine kleine Schaffens-, so eine kleine Kreativpause, ne? Unter anderem ja auch, weil ich so ein bisschen so sprach lag, ne? Aber jetzt geht's wieder weiter. So, und wir werden mal gucken, was denn für Quests im Moment anstehen. Und soweit ich mich erinnern kann, war irgendwas mit so einem komischen Stein, oder? Ja, hier, seltsamer Edelstein gefunden, übernatürliche Stimme befiehlt mir, ihn zum Berg Kilkreas zu bringen. Das ist wohl irgendwie wichtig oder so, oder weiß der Geier nicht, ne? So, wir sind hier noch. Ich habe nichts getan, nichts gemacht, ne? Wir sind immer noch hier an dieser Magierakademie. Aber da verdrücken wir uns jetzt, denn wir sollen ja irgendwie diesen Stein, den sollen wir wohl irgendwo abgeben. So, jetzt werde ich mal gucken. Die Quests haben wir, müsste eigentlich, ah ja, hier, guck mal, nach links soll ich hier. Ja, bringe Meridias Stern zum Berg Kilkreas. Das klingt sowas von bedeutsam, von bedeutungsschwanger, ne, das müssen wir unbedingt, müssen wir das machen. So, da können wir aber nicht hinreisen, gell. Wir werden uns wohl hier mit irgendeinem Vorort zufrieden geben müssen und ich würde vorschlagen, hier, nehmen wir Drachenbrücke, oder? Wir könnten auch hier oben auf die Talmorische Botschaft. Aber ich glaube, hier das ist besser, oder? Wir nehmen Drachenbrücke und da reisen wir mal hin. So, haben wir gleich den ersten Ladebildschirm. Es läuft alles nur noch sehr schön. Ich habe die kleine Pause habe ich genutzt und habe mal ein bisschen geguckt, ob ich die Audioqualität, also die Sprachqualität noch ein bisschen verbessern kann. Und das ist mir gelungen. Also, für die, die mich jetzt nicht übers Handy hören, ne? Mittlerweile weiß ich ja, dass extrem viele, und es ist gleich Nacht, super, echt, sehr schön. Machen wir uns gleich mal Tag hier. Was haben wir denn? 1 Uhr nachts, ach je. So hier, klick. Machen wir mal früh am Morgen, ne? Mittlerweile weiß ich ja, dass extrem viele anscheinend über ihr Smartphone hier die LPs am gucken sind. Da wird es jetzt wahrscheinlich nicht so zwingend auffallen, ne? Aber für die ordentliche Lautsprecher haben oder einen Kopfhörer, die sollten da einen Unterschied merken, wenn das denn so stimmt, ne? So, okay, hier geradeaus. Ich habe jetzt noch nicht ins Inventory oder so reingeguckt. Ich weiß auch nicht, wie gerade alles belegt ist. Wir lassen das mal ganz grob auf uns zukommen. Was ich weiß ist, das habt ihr ja gesehen, dass wir irgendwie diesen Berg hier hoch müssen. Und ich gehe mal davon aus, hier, oder? Hier soll ich so hoch. Soll ich so. Wir haben auch einen coolen Bogen mittlerweile, ne? Da könnten wir aber echt mal nachgucken. Wartet mal, da gucken wir mal nach. Haben wir den schon in den Favoriten hier drin? Nee, haben wir nicht. Aber das sollten wir tun. So, wir gehen mal hier in die Waffen. Guck mal hier, wo ist er denn? Hier, dieser Pfeil und, also Pfeil und Bogen hier. Dieser Bogen, den haben wir gefunden. Der macht 32 Schaden. Das ist eine Hausnummer. Das Geilste, was wir bis jetzt hatten, war 23, so wie ich das sehe. Nee, hier, guck mal, Zauberräuber, der hat 26, aber 32. Dann kloppen wir uns den doch auch nochmal in die Favoriten hier. Klick, so. So. Und dann machen wir uns auf den Weg. Bin ja gespannt. War eine Frauenstimme, gell? War eine Frauenstimme und also wir haben diesen komischen Stein gefunden. Das war ja eigentlich Zufall, dass wir den gefunden haben, ne? Ich habe da halt einfach mal so reingeklickt. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. Ah! So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen. Ja. Zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Natürlich. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Das weiß ich auch nicht, da bin ich überfragt, aber wir werden es erleben, wir werden es rausfinden, hoffe ich. Also vielleicht, man weiß es nicht. So, ich gucke mal, bin ich denn richtig? Ich lade schon bestimmt schon wieder voll falsch hier. Ach guck mal, wir sind da, das ging ja voll schnell. Ist das schon hier? Ja Mensch. Ja, pass auf. Ja, wenn das hier schon ist, dann brauchen wir hier nicht mehr weiter hochlatschen. Pass mal auf hier, lege ich mal den Eingang hier ein. Hops, 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 hops. Mit einer neuen coolen Robe, gell? Die sieht echt stylisch aus. Wir sehen jetzt so ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Jägersmann oder so, oder? Mit dem. Sieht aber geil aus. Und vor allem bringt extrem viel. Geht richtig ab, das Teil.
So, ich müsste mal hüsteln. Ah! Ich sterbe ja doch noch. Ich sehe es kommen. Oh. Statue für. Ist das hier schon? Ist das das Teil oder was? Ich weiß es doch nicht. So, pass auf. Wir machen mal hier Angriffsmodus. Ah! Aha. Ja, schau an. Das Ding oder was? Okay. Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Ja, selbstverständlich. Abgeschlossen. Tausche den Stern aus. Aktivieren Edelsteinzuckel. Pass auf, das. Wir machen mal. Moment, Moment. Ich traue dir ja nur so weit, wie ich dich sehe. Das sieht mir auch nicht gerade geheuer aus. Mach mal Quick Save. So, und jetzt kann ja nicht mehr viel passieren. What the fuck? Hallo? Hallo? Hallo, gute Frau. Das war so nicht. Es ist abgemacht. An der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Hey, oh. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels. Mein Glückwunsch. Der nun besudelt ist. Besudelt? Von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Alles klar, lass mich wieder runter, bitte. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis. Alles klar. Indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Die Sau! Kann nicht wahr sein. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Ja, klar, natürlich. Warum nicht? Machen wir. Ja. Erzähl mir mehr. Ich sehe dich gar nicht. Guck mal, du bist hier in so einem gleißenden Licht oder bist du das Licht? Man weiß es nicht. Ja, klingt nicht gerade so, als hätte man eine Wahl. Doch eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Ja. Mein Stern wird sicher eine würdige Seele anziehen. Oh. Doch wenn ihr klug seid, dann tut ihr, was ich von euch verlange. Sind wir klug? Jetzt geht. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran, alles klar, neues Ziel, Malkoran, die alte Nuss. Malkoran hat die Türen verschlossen. Oho. Doch dies ist mein Tempel. Definitiv. Und er hört auf meinen Befehl. Leicht. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Alles klar. Führt dieses Licht durch meinen Tempel. Natürlich. Dann werden seine Türen sich öffnen. Ja, ja. Nee, ist klar, ja. Doch, machen wir. Mach ich alles. Du, das sagst. Oh, geht das langsam? Hallo? Wehe, ich sterb, du. Da ist was los hier. Okay, ey, caramba. Hallo, Maria und Joseph. Gleite Meridias Licht durch den Tempel. What the fuck? Was soll ich machen? Ein Lichtstrahl. Moment, muss ich nachgucken. Blicke ich hier nicht durch hier. Tausche den Stein aus, haben wir gemacht. Bla bla bla. Gleite Marias Licht durch den Tempel. Okay. Ja, ich soll jetzt, wahrscheinlich soll ich jetzt halt eben zu diesem Tempel, ne? Gucken wir mal nach, wo dieser Tempel denn sein soll. Ist das hier? Ah, komme ich da irgendwo rein? Geht's hier irgendwo rein oder was? Frau, gute Frau, ich weiß es doch nicht. Sprich doch mal mit mir. Wo ist denn dieser, wo ist denn ein komischer Tempel? Hier soll ich runter oder was? Moment, mach ich. Ups. Und hier auch nochmal? Nee, nicht geheuer. Ups, so. Okay, wo soll ich hin? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was soll ich treiben? Ah, da ist der Eingang. Ja, hallihallo. Ja, servus. Quick Save. So, Tür auf. Lass mich rein hier. Wie ist der Typ? Irgendwas mit M. Ist aber auch egal, der wird abgemäult. Ulla Karamba. Ja, ist aber dunkel hier bei dir in der Gegend. Oh, guck mal, hier liegt schon das erste Zeug rum. Was bist denn du für einer? Verweste Leiche. Oh. Ha, Gold hat's aber dabei. Ist das nochmal Gold? Ja, immer her damit. So. Jetzt pass auf. Hier. Was haben wir denn? Ich muss mal gucken. 6. So. Ah, doch, das habe ich gemacht. Ich habe das mal gegen die Eichenhaut ausgetauscht. Hier, dieses Gedings. Weil das braucht nicht ganz so viel Magier. Hat zwar nur 40 statt 60 Schadensschutz, aber braucht nur ein Zehntel oder so. Also wirklich extrem viel weniger. Extrem viel, also viel weniger Magika.
So, was ist jetzt da los? Was? Hallo? What the fuck? Hallo? Wir sind immer noch allein, wir haben immer noch keinen Gefährten. Das sollten wir vielleicht tunlichst mal ändern. Dass wir irgendwann mal wieder hier so einen Typen dabei haben. Weil die bringen natürlich mächtig Feuerpower. Ah, auch Gold dabei. Ja, das waren anscheinend Begräbnisurne. Was ist da so drin? Gold. Eieiei, das ist ja lukrativ hier. Ach, die ist leer. Hm, naja, macht ja nichts. War da wohl nicht so beliebt, der Typ. Ah, Licht ist aus. Ah, wieder an hier. Klick. So. Was ist das? Ah, okay, da kommen wir nicht rein. Bleiben wir draußen. Vorerst. Was ist da? Ah, hier ist ein Gitter. Eieiei, na, das soll man nicht verwirrt werden hier. Hier haben wir mal Gold. Was ist das? Leichentuch. Brauche ich nicht. Nö, brauche ich das. Nö. So, guck mal hier mal. Wow. Hallo? Hallo? Oh. Okay. Ah. Große Halle. Das ist kein gutes Zeichen.